Hallo, am Mittwochmorgen. Ich habe gerade eben umgesattelt. Hab den Dreieck jetzt wieder draufhängen. Mal wissen, es passt. Jetzt fahre ich rüber in den Hof. Baggerfahrer hat mich gesucht, der hat mich nicht stehen sehen. Ich habe ganz hinten drin in meiner Halle gestanden. Ja, und er hat mich nicht stehen sehen. Jetzt den Bagger geladen, jetzt die Fernbedienung wieder ausgemacht. Knallkopf. Geht runter nach Mainz. In die Juhu. Joko ist die Johannes Gutenberg Universität. So, hier in der Seite bleibe ich jetzt stehen. Ja, ich weiß, was das ist. Steht unser Bagger. Mitarbeiter der Gutenberg-Uni ist es wohl egal, ob hier 30 km/h sind oder nicht. Darf man auch gerne mal 50, 60 fahren, so ist auch nicht. Egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, wollte ich jetzt nach Hause. Vor mir der Radbagger. Den werde ich jetzt laden. Fahr damit noch schnell rüber in den Hof, hol den Schwenklöffel und er geht dann nach Laudern an die Amazon. Hier stehen die Gussasphalt-Jungs. Hier vorne ab und stell den. Stell den da vorne hin irgendwo.
dann. Da werde ich jetzt gleich hier. Sorry Leute, heute bin ich irgendwie nicht bei der Sache. Ja, da werde ich jetzt hier gleich einen 934 laden. Der Kollege steht noch nicht hier. Der Kollege kommt und ladet die Löffel. Wir haben 3 oder 4 Löffel dabei. So, hier komme ich nicht mehr rein.
Speicherkarte leer. Leer. Genau, voll. Also nochmal, ich bin in den Landstuhl, hab jetzt noch geladen. Maschinenwagen. Alles im grünen Bereich. Sieht alles gut aus. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Grenzwertig, aber passt, ne? Wir haben Donnerstagmorgen, es ist 7.30 Uhr. Ich war gerade in Engelbach bei unserem Nachbar, habe unseren Brecher geladen. Den fahre ich jetzt hoch nach Sembach. Dann fahre ich wieder zurück, hole den Bagger, der dort vor Ort war oder noch ist. Einen Dosan DX300, der geht auch hier hoch nach Sembach. Dann werde ich in Engelbach auf dem Lager wieder unsere Hebebühne laden. Die geht raus nach Lambertheim und von Lambertheim der R934, der da an der Baustelle steht, geht mit nach Hause. Wartung, Reparatur, was weiß ich was. Planänderung. Ich habe jetzt hier 11.40 Uhr. Bin gerade kurz vor Moorbach. Da hole ich jetzt einen Bagger für die Liebherr. Und gleich hier rechts wieder rein. Der Kollege steht schon unten drin, hat die beiden Löffel geladen. Da liegt der im Sitz und streckt die Plauze raus. Gibt's ja gar nicht. Ich komme heute nicht zu Außenaufnahmen irgendwie. Landstuhl leer. Oder wir sind leer. Was es jetzt gibt, weiß ich noch. Weiß ich noch gar nicht. 30, ja. Eigentlich könnte ich nach Hause fahren, laden. Ist ja morgen früh, ne? Mal kicken. Ja, so kam es dann auch. Ich bin nach Hause gefahren, habe die Hebebühne vorgeladen und hier ist jetzt am nächsten Morgen, stehe ich jetzt in Lambertheim vor der Baustelleneinfahrt. Dort lade ich diese Hebebühne ab und den R934, wie ich schon erwähnt hatte, lade ich dann auf und nehme den mit nach Hause. So, hier kann man jetzt erkennen, hatte ich zuletzt mal angesprochen, ich fahre rückwärts rein, soweit ich komme, dann schlage ich komplett in die andere Richtung und ziehe nochmal vor.
Dadurch habe ich ziemlich eine komplette Tiefladerbreite, die ich dann weiter nach links komme. Eigentlich wäre ich gerne noch weiter vorgefahren, aber links an vor der Einfahrt stand mal wieder ein Fahrzeug, das hier nicht stehen sollte, dürfte, was auch immer. Er stand halt da und vor dem Haus, das man jetzt hier bei mir im Hintergrund sieht, ist eine Mauer. Durch dieses Fahrzeug hatte ich dann etwas Probleme, den Maschinenwagen so in Fahrtrichtung zu bekommen, dass ich dann das Tor reinfahren konnte. Aber zum Schluss ging es dann doch. Irgendwie geht es ja immer.
wird schon schwer gerüstet für die Party morgen. Hab jetzt hier mal einen Werkstatt. Mensch, hier ist 30, ne? 30. Ballen hier durch, es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Ich habe jetzt hier abgeladen, ich fahre jetzt rüber. Bei mir in die Halle, ich sattel um. Mal wieder. Dann lade ich eine Walze, die steht drüben vor der Werkstatt. Die lade ich auf. Geht nach Sembach. In Sembach steht eine Planierraupe. Die lade ich, aber ich weiß noch nicht, wo die hingeht. Und wir hatten etwas Spaß.
die mir gerne schreiben. Gar kein Thema. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bleibt gesund. Bleibt sauber. Haut rein. Ciao.